Mein Name ist Franz Adam. Ich leite im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich die Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe. Für das Bauen in der Zukunft, denke ich, sind vier Punkte sehr wichtig. Erstens müssen wir bereits in der Planung mit einbeziehen den Aspekt der Energie. Energie beim Bauen, aber sehr wichtig dann in der Nutzung der Gebäude in der Zeit. Der zweite Punkt ist, dass wir, wenn wir bauen und mineralische Rohstoffe brauchen, dass wir mineralische Rohstoffe einsetzen, die schon einmal im Baustoffkreislauf integriert waren, dass wir nicht immer auf neue Ressourcen zurückgreifen müssen. Der dritte Punkt, denke ich, wir sollten daran denken, dass diese Gebäude so konzipiert werden, dass sie sehr lange genutzt werden können. Zum vierten Punkt, der ist vielleicht etwas exotisch, aber wir sollten uns daran gewöhnen, bereits im Zeitpunkt der Realisierung oder der Planung der Gebäude daran zu denken, dass man die in 50, 80 oder 100 Jahren wieder zurückbauen muss und dass man die Baustoffe dann wieder einsetzen könnte, wieder in den Kreislauf zurückführen müsste. Das AWEL ist eigentlich ja nicht, wir bauen nicht selbst, aber wir arbeiten sehr stark mit der Branche zusammen, mit der Baubranche zusammen und schauen durch weitere Ausbildung und Empfehlungen an die Bauherren zu zeigen, dass es wichtig ist, dass man solche Baustoffe, also Holz im Evopec, dass man diese einsetzt, weil es sind gute Möglichkeiten, den Baustoffkreislauf zu schließen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zu den Ressourcen Sorge tragen und dass wir das Material nicht deponieren müssen. Also die Stärke, die kommt jetzt eigentlich zum Tragen, indem sich Holcim als Baustoffkonzern auch dem Rückbau annimmt. Also sie nimmt eine wichtige Komponente, also den Mischabbruch oder die Mischgranulate, nimmt sie aus dem Baustoffkreislauf, nimmt sie auf und macht daraus ein qualitativ hochstehendes Produkt. Und das ist geschlossener Kreislauf.